Hallo zusammen, Meier 3007 hier und ich begrüße euch zu meiner Rezension von Mord mit Buttercreme von Jutta Mehler. Der mittlerweile fünfte Fall für Thekla, Hilde und Walli. Kreisbrandrat Ali Schrafstetter bittet das Rentnertrio mal wieder um Hilfe, denn Rote Feder ist verschwunden. Genauer gesagt ist es der 29-jährige Manuel Krämer, der schon lange Zeit bei der Feuerwehr ist und hobbymäßig dem Pony-Indianer Rote Feder im Westendorf Pullman City gibt. Ali macht sich große Sorgen, weil der sehr zuverlässige junge Mann spurlos verschwunden ist. Die drei Damen müssen also in diesem Buch das Café, in dem sie sich sonst treffen, gegen den Western-Saloon eintauschen. Was natürlich zu einigen lustigen Szenen führt, denn es ist für die drei eine komplett neue Welt, in der sich Hilde nicht wirklich zurechtfindet und von der vor allem Walli mordlos fasziniert ist. Die drei Damen finden schnell heraus, dass sich hinter der scheinbar heilen Fassade dieser Westernstadt zahlreiche Intrigen und Streitereien abspielen. Und in einige davon war auch Rote Feder verwickelt. Aber was ist mit dem jungen Mann passiert? Und lebt er überhaupt noch? Sollte wirklich einer der Streits in Pullman City Ursache des Verschwindens sein? Oder steckt eine Erbschaftsgeschichte hinter der ganzen Sache? Das dürft ihr selber lesen. Und auch ob es den drei Damen gelingt, Rote Feder noch lebend zu retten, das erfahrt ihr in diesem Buch. Leider muss ich sagen, bin ich diesmal etwas enttäuscht worden, denn die Story war diesmal nicht ganz mein Fall. Vor allem die vielen Namen haben mich gestört, also die Indianernamen und dann die echten Namen dazu. Da musste ich wirklich oft überlegen, ja wer war denn jetzt das gleich wieder oder wo gehört denn der jetzt wieder hin. Das hat mir den Lesespaß leider etwas getrübt, muss ich sagen. Und auch die Story, naja, nicht ganz meins diesmal. 3 Sterne gibt's von mir für dieses Buch. Aber vom Lokalkolorit wieder sehr gut, denn die Westernstadt Pullman City gibt es jetzt wirklich. Die sind einige Kilometer von meinem Wohnort entfernt. Ich war da als Kind ein paar Mal. Es ist eine richtig schöne Westernanlage dort. Die Idee, die drei Damen dort zum Ermitteln zu lassen, hat sich sehr lustig angehört, aber wie gesagt, meins war es diesmal nicht ganz. Wie gesagt, der mittlerweile fünfte Fall der Damen. Auf meinem Kanal gibt es auch Rezensionen zu allen anderen Bänden dieser Reihe. Wenn ihr Interesse dran habt, kann ich ja mal eine Playlist machen, wo ich alle Bände dieser Reihe zusammenfasse. Könnt ihr mir ja in die Kommentare schreiben, ob ihr das wollt. Allen Krimi-Fans kann ich Thekla, Hilde und Walli nur empfehlen. Sind richtig schöne, gemütliche Krimis, die mir eigentlich immer recht gut gefallen. Ich hoffe, es geht mit der Reihe weiter nächstes Jahr, denn ich habe die drei Damen richtig in mein Herz geschlossen. Vor allem die Streitereien zwischen Hilde und Walli und Wallis Weltfremdheit gefallen mir immer richtig gut hier. Das Buch ist im Emons Verlag erschienen, hat 237 Seiten und kostet 10,90 Euro. 3 Sterne gibt's von mir für dieses Buch. Mit dieser Rezension soll's das an der Stelle gewesen sein. Wir sehen uns dann bei meinem nächsten Video wieder. Bis dann, Meier 3007.